So. Ich verklaue lieber den Sound. Mhm. So, damit kannst du den Spitzwert deiner Pokémon verbessern. Und hier noch ein Geschenk. Cool. Mal gucken, was es wirklich ist. Klammergriff. Cool. Moment, hier wollte ich nicht hin. No! Ich bin gefolgt und bin in die Falle gelaufen. So, lass mich eben mal kurz gucken, was ich bekommen habe. Mittagessen. Reden wir nicht drüber. Ja, und wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil im Radio irgendwas Seltsames gehört habe. Die sprechen über Team Rocket. Weißt du was darüber? Vielleicht ist Team Rocket zurückgekehrt. Das wäre auch nicht auszudenken. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. Pass auf dich auf. Klick. Ich muss sagen, ich mag diese Passage mit dem Radioturm. Generell, ich finde auch was mit dem Team Rocket-Versteck eigentlich ganz cool, wenn die Levelkurve vielleicht ein bisschen angenehmer wäre. Mhm. Gerade halt auch, wie gesagt, im Remake mit den Vorständen, die halt auch wirklich richtig Namen haben und dem Doppelkampf mit Siegfried. Und ich mag diese ganze Radioturm-Passage, finde ich irgendwie voll cool. Wollen wir unser Team austauschen? Zur Abwechslung mal. Wollen wir das? Wollen wir das? Weiß ich nicht. Würde schon gerne eigentlich. Einmal komplett wechseln. Beziehungsweise bis auf Blitzer, weil wir das gerade erst neu reingenommen haben und Pichu. Falls du Pichu behalten willst. Okay. Aber ich würde es auch rausnehmen, falls du es nicht willst. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich hänge sehr an Jogurette, Bounty und Rhabarber. Beziehungsweise Gyros und Magneton können wir, glaube ich, sogar noch lassen, weil die noch gar nicht so lange dabei sind. Aber alle anderen haben wir jetzt schon eigentlich recht lange dabei, deswegen würde ich schon gerne so ein bisschen Abwechslung wieder reinholen. Na gut. Also ich glaube, wir müssen einmal die Box wechseln, weil ich glaube, da sind die ganzen stärkeren oder die ganzen größere Varianten, weil hier ist jetzt nur Elektroball und Tyrakrok und ich glaube, du willst kein Tyrakrok. Wie steht's mit unseren Shinies? Hätte Hast du Bock? Ich nichts gegen. Okay, dann kommen Salami und Velvet Cake schon mal rein. Mhm. Dann. Bitte keine Elektro-Pokémon mehr. Keine Elektro-Pokémon mehr? Ich habe ja jetzt schon Magneton und Pichu dabei. Ah. Deswegen. Dann haben wir hier Lapras und Dumizel. Was sagst Akuna, du da? Könnte man auch sich überlegen. Jetzt schauen wir erstmal weiter. Nein. Nein. Willst du ein Igelava? Ich hatte nichts gegen Igelava. Also Spekulati und Lava-Pokémon in der engeren Auswahl. Mhm. Milchshake und Küsschen? Klingt so dumm, wenn du das so sagst. Eher nicht so. Was ist mit Sorbet? Wenn das Team, dann aber nicht das Lapras Dumizel, weil dann hätte ich zu viele Wasser-Pokémon. Okay. Was kannst du eigentlich? Ich brauche halt irgendwas zum Surfen. Ja. Wann entwickelt sich Blutzuck? Weiß ich nicht. Wäre das schon ein O-Mod, wenn ich es ins Team nehme und wir es auf, weiß nicht, 32 oder so machen oder auf 31? 31, denke ich mal, ne? Vielleicht. Nein. Nee. Wahrscheinlich nee von deiner Seite aus. Oder? Hast du einen Mondstein? Vielleicht. Muss ich nachgucken. Okay. Ah, hier ist unsere Brause. Ah ja. Aber deins wäre noch nicht entwickelt, das wäre das Problem. Nee. Mein Croissant, das will niemals mitkommen. Moment, Croissant ist doch mit Brause zusammen, merke ich gerade. Oh. Moment, zu wem gehört dann Pommes? Pinsis? Ne, Pinsis mit Tentacha. Ah. Aber Ananas war richtig, oder? Ich glaube, irgendwo habe ich mein Pokémon rausgenommen und du dafür nicht. Und deswegen sind die ein bisschen durcheinander. Indorn. Ist mit Pi verbunden. Das war das. Ich habe Pi mal rausgenommen und du nicht. Und deswegen ist Pi bei mir weiter unten. Oh. I see. Das heißt, wir müssen da einmal skippen. Das heißt, Ananas als Pflaume ist dann verbunden. Dann Weberak mit Blutzug. Das heißt, da sind wir jetzt. Das heißt, jetzt werden die beiden dann verbunden, ne? Pummeluff und Hutut, ja. Ah ja, okay. Dann werden die beiden... Die sind verbunden. Ich glaube, Dratini bringt dir leider noch nicht viel aus. Über Drachenwut könntest du spammen. Dratini bringt mir auch später nichts, weil ich nie ein Dragoran haben werde. Außerdem wieder schon wieder ein Wasser-Pokémon. Ja. Da hast du auch so viele Feuer-Pokémon. Ich habe auch so viele Wasser-Pokémon anscheinend. Ich habe, glaube ich, keine Entwicklungsstände für Evoli, sonst würde ich es gerne mitnehmen. Gar keine Entwicklungsstände? Nee, gar nichts.
auch nicht. Ich wollte gerade sagen, wann habe ich mein Pokémon Modri genannt, aber ja. Hm. Ich glaube, du könntest zumindest Nobilikat mittlerweile haben. Ich bin überhaupt kein Mauzi-Fan. Na gut. Wenn du einen Mondschein hättest, würde ich ihn ja dafür verwenden. Ja. Das heißt, wir haben jetzt drei Pokémon in dem Team aktuell, ne? Ja. Okay, was ist alles in der engeren Auswahl? Baiser und Currywurst? Ja. Das hatten wir ganz oben nochmal. Endivier und Lavakuchen. Die können wir auf jeden Fall, denke ich mal, mit reinnehmen. Okay. Ich brauche jetzt noch irgendwas zum Schwimmen. Was kann bei dir schwimmen? Dein Juror ist verbunden mit meinem Stern, du. Oder dein Enton mit meinem Pi. Nee, ja, das wären halt wirklich bei mir Enton oder Jurob. Oder Tentacha. Was ist dir davon am liebsten? Also am liebsten so B. Jurob. Ja, dann mit Stern, du. Habe ich jetzt Elektro, Wasser, Eis, Feuer, nochmal Elektro, Stahlkäfer. Was habe ich denn jetzt? Elektro, Wasser, Wasser, Pflanze, Wasser. Gibt es kein Wasser-Pokémon mehr bei dir? Irgendwas, was eine Elektroimmunität hat, bei mir am besten. Mhm. Hier schon mal nicht. Und auf der anderen Box ist nur Elektroball wenden. Ja. Können wir noch irgendwo was fangen? Nee. Dann zumindest irgendwas, was stark gegen Elektro-Pokémon ist? Habe ich eigentlich auch nicht. Was dann zumindest neutral ist? Also Zitrone wäre halt gut, aber Zitrone ist leider... Ja. Ja, damit verbunden. Milchshake hat leider auch nicht so den besseren Partner. Du könntest zumindest noch Rosanna, glaube ich, haben, weil es sich auf Level 30 entwickelt. Ja. Also wenn es sein muss, aber ich habe halt auch schon Eis-Pokémon. Hast du sonst irgendwas? Das war mit Weberrad, ne? Wie ist dein Angriffswert so? Das wäre zumindest gut offensiv. Pinsir und Tentacha? Ja. Aha. Orden, ja, stimmt. An den einen habe ich gedacht, an den anderen nicht. So, müssen wir die Box wahrscheinlich noch nicht wechseln. Nee, noch hier auf Platz. Ich habe wirklich keinen ein. Ich habe einen Mondstein! Oh. Das bringt's. Aber eine Holzkohle? Habe ich ein Feuer-Pokémon? Nee, ich habe meine Currywurst nicht mitgenommen. Aber die Wundersaat kann ich mitnehmen. So, das heißt, du kriegst die Holzkohle. Du kriegst das Zauberwasser. Du kriegst auch das Zauberwasser. Wie viele Items du einfach hast in der Richtung? Ich habe fast gar nichts. Und dann brauche ich noch was für Shirox. So, was hat denn Salami? Und vor allen Dingen alle Pokémon, die ich gerade abgelegt habe, haben auch noch ihre Items. Ja. Ich habe ja nur die, die tragen. Erstmal leveln. Shirox schnell? Eher nicht. Alle auf 31 dann, ne? Ist der Kingstein nicht zum Zurückschrecken? Ja. Eigentlich schon. Dann nehme ich die Flingklaue mit. Ich dachte so, ja, Kingstein zum Zurückschrecken, ne? Und dann so, Feind flieht eventuell. Nun. Da. So, 31. Ja gut, Velvet ist ja schon fast so hoch. Oh. Stimmt. Lavakuchen hat sich entwickelt. Cool. Dann wird sich gleich nochmal... Nee, gar nicht. Nee. Noch nicht. Tschüss, Aquaklara. So, Pommes, lern mal was Cooles. Geowurf. Ja. Was Cooleres?
Pärtner. Immerhin Flammenrad schon mal. Schick. Die konnte ich auch gebrauchen. Ja, die Itembeschreibungen in Gen 2 sind teilweise sehr interessant, das stimmt. So, Sorbet hat Erholung gelernt. Das ist schön. Okay, Pommes. Why not? Erstmal Guillotine gelernt. Okay. Schade, die wir kann keinen Megasauger lernen. Aber Bisaflor müsste es können, weil Bisaflor kann Erdbeben lernen. Kann denn jemand Witzkanone lernen? Nein. Habe ich jetzt irgendjemanden Zerschneider eigentlich dabei? Ich glaube nicht, ne? Divi oder Pommes? Dann Pommes. Ich meine, ich finde aber auch, wenn man an die Berseria Velvet denkt, bei meinem Velvet Cake, ist jetzt ja auch nicht unbedingt die schlechteste Verbindung zu Xerox. Original Xerox ist rot, Velvet hat ja auch viel rot in ihren Angriffen. Habe ich was mit Fliegen eigentlich dabei, fällt mir gerade ein? Nee. Oh. Ich auch nicht. Wir hocken noch in Mahagonia rum, ne? Ja. Ups. Und gleich nochmal kurz was rausholen zum Fliegen. Ja. So, Surfer. Everyone gets a Surfer! Huch. Aioli hat sich auch entwickelt. Auf welchem Level denn? Auf... Weiß ich nicht. Hast gerade schon Wickel lernen wollen! You can never have enough Wickel. 30. Oh! Früher als erwartet. So, wo ist mein Surfer? Eine Stärke können wir auch noch nehmen. Salami kann auch Stärke lernen. Kein schlechtes Moveset? Boah. So, ein Pommes kriegt auch noch eine Stärke. Problem ist, dass ich quasi mit 5 Pokémon kämpfen muss. Die Attacken von Pinsir. Stärke Zerschneider, Geowurf und Guillotine. Nun. Oh wait. Ich wollte noch weiter sortieren. Wie sind denn so die Werte in meinem Team? Sehr gut speziell. Auch gut speziell. Sehr gut physisch. Eher speziell. Eher speziell. Sehr gut physisch. Box auf 2 nochmal wechseln. War das hier so, dass Guillotine nur bei... Wobei, ich glaube, es war immer so, dass Guillotine nur bei Pokémon wirkt, die niedriger sind vom Level, ne? Das ist ja jetzt nicht so das Problem bei Team Rocket. Gleich oder niedriger. Und dann 30% plus die Differenz an Level. Heißt aber, wenn du eine Guillotine gegen ein 70-Level niedrigeres Pokémon verwendest, trifft das ja dann zu 100%, oder? Dann wiederum, wenn du gegen ein 70-Level niedrigeres Pokémon kämpfst, brauchst du keine Guillotine mehr. Vermutlich nicht. Cookie, geh bitte von der Spitze weg. Das sind meine Pommes. Wo sind die Pommes? Jetzt so Pommes wäre schon geil, ne? Ich habe noch ein bisschen Lasagne über. Das sind keine Pommes. Das ist auch lecker. Das stimmt. So. Musste erst hier weiter, oder? Mhm. Schon richtig. Das war, glaube ich, im Remake, wo man erst in die Untergrundspassage musste. Echt? Und sich als Rocket verkleiden musste.
Aha. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Dann wollen wir mal. Die Untergrundspassage. Fast. Hi. Please don't boom. Guillotine! Schade. Er hat geboomt. Belastend. Ein bisschen. Wenn das Pinsirs erster Kampf gewesen wäre und es wäre direkt krepiert. Das wäre schon traurig gewesen. Ja. Ja. Kommt da noch eins? Nein, ein Elektro-Pokémon. Ah. Limonade! Du kannst zumindest einen Doppelkick. Finale halbiert hier auch die Verteidigung, ja. Aber ich hatte die Zuversicht, dass ich, dass der Levelunterschied das schon wieder wegmacht. Wieso passiert dann in jedem Wetlink-Stream, dass einmal der Ton abkackt bei mir? Ich weiß nicht, vielleicht ist einfach dein Boxen zu viel, dass zwei Spieler gleichzeitig auf sind. Aber er überträgt nur den Sound von einem Spiel. Noch hast du nicht gewonnen. Das ist immer noch der beste NPC-Spruch in allen Pokémon-Spielen. Fight me. Aua. Hab ich gefightet. Zurückgefightet. Oh nein. Hat eigentlich schon mal irgendwer heute erwähnt, dass du ein sehr schönes Shirt anhast? Dieser Farbton hier ist richtig schick. Damit siehst du so... Guillotine! Oh geil, sie hat getroffen. Du siehst damit so kompetent aus. Immerhin kompetent genug, um mit Guillotine zu treffen. Ja. Sind immerhin 35%, die ich hatte. Hallo? Und plötzlich Robespierre. Wer ist das? Das habe ich auch gerade gefragt. Du könntest potenziell einen Schnabel haben. Ich meine, rein physisch gesehen hat es einen Schnabel, ja. Aber ich glaube, meine Stärke tut ihm sehr weh. Ich klatsch dir eine, Alter. Wo guckt der? Ach so, Französische Revolution. I see. Mutig, mit Pinsel im Stein drin zu bleiben. Ich hatte meine Guillotine. Hallo? Jan wusste halt, dass sie trifft. Ja. Ihr wisst auch, das ganze Projekt hier ist gescriptet. Mhm. Wir wissen genau, was passiert und wer wann wo stirbt. Deswegen haben wir auch bis dato so wenig Verluste gehabt. So auf Holz klopfen wie eine Bekloppte danach nach dieser Aussage. Ich stelle mir das witzig vor, wie einfach Pinsir das Mogelbaum genommen hat und damit einfach durchgetrennt hat. Ja, das ist halt wie so eine Fernsehserie. Das ist alles durchgeplant. Wir müssen das aufbauen, damit dann im schlimmsten Moment euer Lieblings-Pairing krepiert. Das ist alles schon so durchgeplant und deswegen wussten wir auch, dass die Guillotine treffen wird. Eigentlich ist das alles nur ein Video, was hier läuft. Ja. Wir tun nur so, als würden wir selber spielen. Richtig. Wir haben das alles vorher einstudiert, damit wir wissen, wann wir was sagen müssen. Also die Kamera ist echt, ne? Hallo, hier. Ich wackel mit der Hand. Aber alles andere ist geskriptet. Bin eigentlich auch nicht echt, weil mich sieht man ja nicht. Eben. Der Typ jetzt einfach 5 Abouts. Ja, spannend. Das wär auch mal interessant. Neue Gen und dann eine neue Rabouts-Entwicklung. Ich meine, ich wüsste nicht, was die... Wobei, es gibt ja für Angriff am höchsten, Verteidigung am höchsten und beides gleich. Man könnte auch was nehmen für Init am höchsten oder so. Oder was auf die speziellen Werte geht. Ja, oder so eine spezielle Rabauts-Entwicklung. Das wäre auch mal ganz cool. Ich würde es sowieso richtig cool finden, wenn man es aber wie in der 4. Gen macht und wieder neue Entwicklungen einfach hinzufügt zu bestehenden Pokémon. Oder neue Mega-Entwicklungen. Wo ist mein Mega-Libeldra? Und mein Mega-Milotic? Und mein Mega-Mopsy? Wait. Das wäre halt schon... Das wäre mir sogar lieber als neue Pokémon.
wenn einfach bestehende Pokémon nochmal erweitert werden. Zusätzlich halt. Vielleicht machen sie halt 50 neue Pokémon oder so, keine Ahnung, und dann halt dafür mehr Entwicklungen oder vielleicht sogar mal wieder Mega-Entwicklungen. Aber wie gesagt, so eine neue. Welche Pokémon hätten denn noch eine zusätzliche Entwicklung verdient? Wie gesagt, Rabauts fände ich ganz cool, wenn da noch eine Entwicklung zukommen würde. Ich hätte gern immer noch eine Vorstufe zu Miltank und Tauros, die die beiden verbindet. Ich hätte gerne eine Das heißt, gerne nicht, aber ich hätte eine Entwicklung für Rosanna eigentlich ganz gerne, weil hat Vogel auch gerade geschrieben. Irgendwie ist das etwas unfair. Ja, alle kriegen was, nur Rosanna nicht. Und eine Domiesel-Entwicklung fände ich auch nice. Domiesel hat mehr Liebe verdient. Domiesel. Oder Flunschlick. Weil Flunschlick hat eine Gala-Form bekommen. Die ist aber nicht so cool wie die Originalform. Ach, nur Original Flunschlick ist True Flunschlick. Absol hat immer eine Mega-Entwicklung. Ja. Baldurfisch hat nichts. Baldurfisch könnte definitiv eine Entwicklung gebrauchen, ja. Ich weiß, es gibt halt so Solo-Pokémon, wo ich mir denke, das ist voll okay, so wie Lapras zum Beispiel. Aber sowas wie Baldurfisch, wo ich mir schon denke, wäre schon nett. Oder, was auch cool wäre, so der Missing Link zwischen Liebeskuss und Marmolida. Und plötzlich sind es doch Entwicklungen. Nee, ist einfach nur eine Zwischenstufe noch dazwischen, die jetzt noch entdeckt werden muss. Ja, aber ich sag mal, dann wäre ja Libiscus trotzdem mit Amolida verbunden. Ja, aber halt nicht direkt. Ja. Und manchmal habe ich es halt irgendwie auch nicht so ganz verstanden. Palimpalim. Mhm. Hat definitiv auch nicht so viel Wiedererkennungswert. Und da wäre eine Entwicklung auch geil. Was machen so eine Babyform, die absolut unnötig ist? Ja. Aber so ein paar Entwicklungen wären noch ganz cool. Oder halt Mega-Entwicklungen. Da würden mir halt, wie gesagt, vor allen Dingen die Beldra und Milotic einfallen. Und bei Mopsy hätte ich gerne eine Giga-Dynamax-Form. Wo es einfach noch cuter ist. Mops! Es kriegt einfach einen Hut oder so. So ein Zylinder. Sir Mopsy. Sir Mopsalot. Sir Mopsalot. Genau so ein. Ja. Aber wirklich Mega-Entwicklung ansonsten. Ich meine, was cool wäre, Mega-Entwicklungen für Gen 7 und 8 Pokémon. Weil, gibt's das? Nee, weil es dann kein Mega gab. Ja gut, es gab halt in Alola irgendwann später mal Mega, aber ich glaube, da gab's keine neuen. Nee, es sind ja nur die bestehenden. Ist die 1 in Gen 6 oder Gen 7? 6, oder? Ich glaube auch. Ach, mal, sieht ziemlich gefährlich aus. Aber abseits davon, ne, so für Gen 7 und 8, weil Mega-Entwicklung war ja so ein Gen 6-Ding, könnte man schon machen. Die Giga-Dynamax-Form von Focusfun wäre eine geile Mega-Entwicklung. Also wäre eine gewesen, theoretisch, in etwas kleiner dann. Mhm. Generell, die ganzen Giga-Dynamax-Formen wären generell gute Mega-Entwicklungen gewesen. Aber mal gucken, was Gen 9 für ein neues Feature wieder reinbringt. Gutes Gameplay. Was für ein gutes Feature für Gen 9. Ein abschaltbarer EP-Teiler. Boah, ich mochte Schwert und Schild, ne? Das war jetzt noch nicht mal irgendwie Shade dagegen. Sie waren halt okay. Sie waren nicht schlecht, so wie die BDSP. Aber ansonsten war es das auch schon. Sie waren halt nur okay. Macht genau wie einfach bitte, Alola. Macht Gen 9 bitte auf dem Niveau von Schwarz und Weiß 2 oder Original Platin oder Smaragd. Also auf dem Niveau der älteren Spiele und dann bin ich glücklich. Gyros, du darfst nach vorne. Oh, du willst auch kämpfen. Oh nein! Oh doch! Na ja, gut, wenn das Spiel um den EP-Teiler herum gebalanced wird, wie in Schwert und Schild, dann ist es okay. Wobei das in Schwert und Schild noch nicht mal gebalanced ist. Sie haben einfach keine Trainer eingebaut und dementsprechend kannst du nicht überleveln. Außer du bist in der Naturzone alles am Fangen vielleicht. Luki, danke für 28 Monate Treue. Super geil von dir. Machen Sie es doch einfach bitte wie in X und Y, wo man das Ding ausschalten kann und gut ist.
Aber vielleicht machen sie auch jetzt einfach die nächsten Jahre keine Remakes, also keine klassischen Remakes mehr und keine neuen Gens. Und dafür kriegen wir demnächst Let's Go Johto! Was wäre das dann? Statt Pikachu und Evoli, Let's Go Botogel. Let's go Psiana und Nachtara. Ja. Oder Let's Go Botogel und Dumiesel. Was wären denn für euch so zwei sehr präsentative, stellvertretende Pokémon für die zweite Gen? Ja. Togepi, Meryl. Ja. Psiana und Nachtara fände ich auch irgendwie ziemlich cool. Aber wenn du halt wieder die Pokémon als Starter bekommst, schwierig. Aber wer will denn bitte schön Togepi als Starter haben? Rotes Garados. Du bist irgendwie drei Etagen über mir, kann das sein? Ich bin nur drei Trainer weiter. Nur? Also wir sind eigentlich zwei Trainer. Den und den danach habe ich schon besiegt und ich bin jetzt bei dem danach. Also bei dem dann. Das sieht farblich irgendwie falsch aus. Ja. Aber das könnte mir ganz schön wehtun, theoretisch. Aua! Wer saugt an mir rum? Hm. Ich meine, ich hätte aber auch nichts dagegen. Würden sie jetzt wirklich... Rede du zu Ende, ich will mich gleich danach noch was sagen. Wenn sie wirklich Let's Go Johto machen würden, bin ich jetzt nicht so scharf drauf, aber wenn sie es machen würden, spricht ja auch nichts dagegen, einfach die normalen Starter zu nehmen, weil ich finde, ich meine klar, die entwickeln sich irgendwann, aber am Anfang könnte man sie zumindest gut auf den Kopf tragen. Später vielleicht nicht mehr ganz so gut, wenn dann Impagato auf deinem Kopf sitzt. Also Gyros hat heute keinen Bock mehr. Hm. Er hat sich gerade viermal selbst verletzt. Ja, exakt. Und wurde gekrittet. Nebenbei noch.